Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Sergey. Ich bin Sergey Linz und in dieser Rubrik kannst du mir Fragen stellen und ich werde sie beantworten. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest, in der Beschreibung zu diesem Video findest du einen Link, wie du das am besten tun kannst. Ja, vor allem bei ausführlichen Fragen, vor allem wenn du eine schnelle Antwort möchtest, also innerhalb von Tagen, dass ich in dieser Videoform darauf antworte, dann klicke auf den Link in der Beschreibung zu diesem Video und schon in den nächsten Tagen bekommst du meine Antwort. Diese Frage ist äußerst interessant, denn in dieser Situation befinden sich viele Aspekte, die ziemlich typisch sind für viele Frauen und viele Fragen, die ich bekomme tagtäglich per E-Mail. Die Frage ist von Tanja und bitte pass auf, denn das ist wirklich eine sehr interessante Situation. Ich war 8 Jahre in einer mehr oder weniger furchtbaren Beziehung, wurde betrogen und belogen und war mehr allein als alles andere. Mit viel Kraft und Schmerz habe ich diese beendet und war erstmal für mich allein. In dieser Zeit ist ein Mann in mein Haus gezogen, direkt unter mir. Es fanden seltene Gespräche statt, eigentlich hatte ich anfangs kein Interesse, da er einen kleinen Sohn hat. Und meine etwas größer ist, fragte ich ihn irgendwann, ob er nicht Klamotten und Spielzeug haben möchte. Ja, und Kontaktaufnahme. Wir tauschten Nummern aus, er war sehr bemüht und interessiert. Irgendwann nach einer Weile lud er mich zum Essen ein. Auch bis zu diesem Tag hatte ich keinerlei Interesse. Das Essen war wunderbar und wir waren beim Griechen und sind danach zu ihm. Wir haben geredet und geredet und danach fast das ganze Wochenende zusammen verbracht. Erst nach dem zweiten Tag kam es zu Sex. Ich möchte hier an dieser Stelle bereits einhaken. Du sagtest zweimal, dass du kein Interesse hattest. Ich denke, das hat eher damit was zu tun, dass du es zu diesem Zeitpunkt noch als Spiel wahrgenommen hast. Ja? Du hast mit ihm geflirtet, du hast deinem letzten Freund oder Ehemann, das steht hier nicht drin, die Grenzen gezeigt. Also du hast ihn rausgeworfen, beziehungsweise hast die Beziehung beendet, weil du nicht einverstanden warst. Das war großartig. Und ja, jetzt findet da so eine lockere Kontaktaufnahme statt. So, möchtest du nicht die Spielzeuge von meinem Sohn haben? Ja, vielleicht zu gebrauchen. Ja, dieser Punkt ist ganz wichtig, deswegen betone ich das in dem Punkt. Und jetzt geht's los. Ja, er stellte von Anfang an klar, dass er in seiner Beziehung kurz davor viel geopfert hat und keine neue Beziehung möchte, sondern allein sein Spaß. Also ich weiß nicht, ob er das genau so formuliert hat oder auf eine andere Art und Weise. Auf jeden Fall hast du mir das so geschrieben, Tanja. Anfangs war ich einverstanden, nur musste ich nach diesem Wochenende feststellen, dass ich plötzlich Schmetterlinge im Bauch habe und es nicht erwarten kann, ihn wiederzusehen. Ich sagte ihm, dass da scheinbar mehr ist in mir und er meinte dann sollten die auf Abstand gehen und sind sie aber nicht. Das Ganze passierte dreimal, weil ich zu bestimmten Momenten es nicht mehr aushielt. Da er selbstständig ist, arbeitet er viel und hat wenig Zeit. Was ich verstehe, aber er drängt auch nicht danach, Zeit mit mir zu verbringen. Wichtiger Punkt. Meldet sich viel, viel seltener. Und wenn, dann verbringen wir den Abend und haben Sex. Er erzählt mir viel aus seinem Leben, was er tut und was er macht und will auch von mir alles wissen. Also eine Situation, in der ihr nicht nur Sex habt, sondern wo ihr auch miteinander redet, aber noch nicht auf der Stufe, ja, die dir genehm sein würde. Manchmal dauert es eine gefühlte Ewigkeit, aber dennoch meldet er sich immer bei mir. Letzten Freitag gab es wieder ein Gespräch, in dem ich ihm sagte, dass ich mehr möchte und er wiederholte, dass er seine Freiheit haben möchte, auch was andere Frauen betrifft. Also ihr steckt eure Grenzen ab. Du versuchst ihn quasi dazu zu bringen, also dadurch, dass du quasi Gefühle für ihn hast, dass er auch Gefühle für dich haben sollte, ja, schließlich so als Verpflichtung. Und das sieht er irgendwo nicht ein und versucht diesem Druck, den du versuchst, auf ihn auszuüben, aus dem Weg zu gehen. Das gehört hier gar nicht dazu. Gehen sollte ich aber dann nicht. Ja, nach diesem Gespräch, wo er dann seine Freiheit nochmal wiederholt. Gehen sollte ich aber dann noch nicht, sondern bei ihm bleiben.
Er macht in den Stunden, die wir uns sehen, nicht den Eindruck, als wäre da nichts. Eher habe ich das Gefühl, er verbietete sich, um sich zu schützen. Mhm. Aber das kann ich mir auch einbilden. Genau das glaube ich auch. Ja, dass wir interpretieren in solchen Situationen gerne irgendwelche Dinge, die wir gerne sehen wollen. Ja, so eigentlich will er, ja, nur verbietet er sich. So. Und ich will ihm helfen, ja, dass er sich dieses Verbot nicht mehr aufzwingt und dann frei mit mir zusammen ist. Ja, also ich denke, dass da eher dein Wille so ein kleines Kunststück vollführt. Aber wie gesagt, wir sind ja noch nicht am Ende. Es geht noch ein bisschen was. Es kam schon öfter vor, dass ich fragte, ob wir uns sehen oder er bei mir schläft. Und seine Antwort war, nein, er möchte lieber allein schlafen. Bisher habe ich noch niemanden von vor ihm kennengelernt. Also, Entschuldigung, bisher habe ich noch niemanden von ihm kennengelernt. Also sein soziales Umfeld. Und er macht nicht wirklich Anstalten, etwas mit mir zu unternehmen. Zwei äußerst wichtige Punkte, ja, die aussagen, dass er nicht verliebt ist. Denn wenn ein Mann verliebt ist, möchte er erstens mit dir angeben, vor seinen Freunden, vor vielleicht seiner Familie. Wobei das erst ein bisschen später kommt. Also er möchte dich zu seinem Kreis machen, ja, und außerdem will er mit dir Dinge unternehmen, ja, was hier nicht ist. Er möchte ab und zu mal bei dir oder mit dir chillen und Sex haben. Sobald wir uns sehen, möchte er aber wissen, ob es mir besser geht, und wenn er bei mir ist, er möchte wissen, ob es mir besser geht, wenn er bei mir ist, und ob ich ihn vermisst habe. Ja, Emotionen, okay. Also wir können über wirklich alles reden und albern sein, aber auch ernst. Ich bin mir absolut im Unklaren, was ich tun soll. Oder besser, wie verhalte ich mich? Macht es Sinn, ihm weiter Raum zu lassen? Wird da mehr kommen? Ich weiß es absolut nicht. So oft habe ich schon die Nummer gelöscht. Ja, guter Versuch, das zu kontrollieren. Und doch, ja, nicht erfolgreicher Versuch, meldet er sich irgendwann am Tag und fragt nach, ob alles okay ist. Also hält dich warm. Er macht aber nicht den Anschein, als ob ihm die Zeit, die wir uns nicht sehen, was ausmacht. Obgleich er immer irgendwie erleichtert wirkt, wenn wir uns sehen. Ach ja, das Ganze geht 2 Monate. Er ist 41, ich bin 32. Ich erwarte dankbar deine Antwort. Alles Liebe. Tanja, vielen Dank für deine Frage. Zu dieser Situation gibt es natürlich einiges zu sagen. Erstens, nach einer furchtbaren Beziehung, ja, in der du dich sehr schlecht und mies behandelt gefühlt hast, die du auch beendet hast, was super ist von dir, ja, Grenzen aufzeigen. Kommt plötzlich ein Mann in deine unmittelbare Umgebung. Selbstständig, Vater, Alpha, ja, also wenn er Unternehmer ist, wenn er viel arbeitet, dann hat er gewisse Ziele. Ja, dann ist er kein einfacher Mann, der einfach nur sein Tagespensum von 7,5 Stunden abarbeitet und dann den Rest des Tages bei Bierchen und Chips chillt vor der Glotze. Ja, er hat Ambitionen, er hat Ziele. Das ist natürlich begehrenswert. Ja, vor allem, er ist Vater, er hat ein Händchen für Frauen. Ja, schließlich, so, er lädt dich zum Essen ein und schon verbringt ihr das ganze Wochenende zusammen. Bedeutet, er hat ja sowas Charmantes, ja, mit dem er dich beeindruckt hat, was er natürlich auch bei anderen Frauen irgendwann in seinem Leben angewendet hat. Ja, das alles sind Dinge, die du fühlst, die du natürlich auch attraktiv findest. Und darauf reagierst du mit dem Flirtmodus. Ja, du lernst ihn kennen, sendest ihm Signale, ob das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Ja, aber du gehst auf ihn zu und fragst ihn, hey, vielleicht braucht ihr Sohnemann Spielzeug. Ja, ich habe da zufällig Spielzeug. Und dann kommt es schon zum Nummernaustausch und dann kommt es schon zum Essen und dann
Tage später kommt es schon zum Sex. Also das Ganze geht ziemlich, ziemlich schnell. Egal, ob du es dir bewusst bist, ja, dass du es initiiert hast oder nicht. Aber du hast auf ihn eingewirkt. Ja? Du hast ihm gewisse Signale gesendet, die er als Sympathie gewertet hat, die ihn veranlasst haben, auf dich aufmerksam zu werden, ja? Dich zum Essen einzuladen und um dich zu werben. Und er ging darauf ein, Essen, Sex und das Sonstige. Das Ding ist, und das ist ganz, ganz wichtig, ja, und nicht nur für Tanja, sondern auch für viele Frauen, die schreiben, ja, bevor wir Sex hatten, war das für mich völlig uninteressant, aber danach habe ich gespürt, dass da mehr ist. Ja? Und hier muss man ihm zugute halten, dass er das im Vorfeld mit dir abgeklärt hat, ja, vor dem Sex quasi. Da läuft nichts, außer was Lockeres. Du hast dich darauf eingelassen, weil du, naja, weil es für dich nicht so ernst war. Ja? Das war ein kleines Spielchen. Nach dem Sex jedoch, ja, und das passiert sehr, sehr oft, und das musst du dir wirklich bewusst werden, ja, du oder eine andere Zuschauerin, beim Sex mit einem begehrenswerten Mann, ja, werden gewisse Hormone ausgeschüttet. Oxytocin, eine Reihe weiterer biochemischer Stoffe. Unterbewusst nimmst du den Geruch dieses Mannes wahr. Ja, er ist schon genetisch und auf anderen Ebenen wahrscheinlich attraktiv. Ja, körperliche Ebene wahrscheinlich, dann so dieses vom Geruch her. Und dein Körper schüttet wie verrückt Oxytocin aus. Ja, Oxytocin ist dieses Bindungshormon, was dich nach dieser langen Phase der, naja, nach diesen 8 Jahren so dieses Signal gibt, das ist er. Ja, das ist der Richtige. Und du bist fixiert, ja, hormonell fixiert. Das ist nicht so, dass das wirklich tatsächlich der eine ist, auf den du so lange gewartet hast. Aber deine Biochemie nach dem Sex, ja, sagt, uiuiuiuiuiui, ja, da geht aber ein bisschen mehr als nur ein bisschen Vögeln. Und das Problem ist, dass du keine Auswahl hast. Ja, du schreibst ja auch, dass du, nee, das schreibst du nicht. Das habe ich, das ist zu einem anderen Punkt. Aber das ist der einzige Mann, ja, jetzt in deiner unmittelbaren Nähe, ein sehr begehrenswerter Mann. Und ein Mann, der in deiner unmittelbaren Nähe ist, das bedeutet jemand, den du tagtäglich siehst. Ja, du bist konfrontiert mit ihm. Und du als Frau hast deine Waffen als Frau genutzt. Das Weibchen in dir hat auf das Männchen in ihm reagiert und umgekehrt. Also hast du ihn bekommen. So gesehen. Ja, so weit, so gut. Aber das Ding ist, das ist der einzige im Moment. Ja, und aus einer Auswahl, aus nur einem Mann auszuwählen, ist ziemlich, naja, offensichtlich, wen du da auswählst. Ja, und das ist der springende Punkt. Du bist auf ihn fixiert, weil du keine Auswahl hast. Durch dieses Oxytocin, ja, diese Verliebtheit, ja, die du spürst, er nicht. Für ihn, der hat andere Gedanken im Kopf, er ist in seinem Leben woanders, er ist, ja, nicht darauf eingestellt. Ja, das hat bei ihm nicht Klick gemacht, genauso wie bei dir. Was du ihm auch nicht vorhalten kannst, denn ja, wir Menschen sind unterschiedlich. Und von ihm zu fordern, dass er jetzt gefälligst mal verpflichtet ist, ja, dich zu heiraten und dich auf Händen zu tragen bis zum Ende deines Lebens, damit, ich meine, er spürt dir diesen Druck. Ja? Du versuchst ihm zu sagen und ihn dadurch zu bekommen, dass du sagst, naja, da ist mehr drin. Ja? Ich habe Schmetterlinge im Bauch, ich bin verliebt, ich will mehr als nur Sex. Er sagt nö. Dadurch, dass er sagt nö, ja, und ich will noch mit anderen Frauen schlafen, so sagt er zumindest nach deinen Worten, ist er für dich begehrenswerter geworden. Ja? Er lässt sich nicht direkt darauf ein, sondern setzt Grenzen. Das bedeutet, ein begehrenswerter Mann wird noch begehrenswerter für dich, weil du ihn nicht bekommen kannst. Ja? Und weil du ihn nicht sofort bekommen kannst, du bist ungeduldig, ja, und du kannst ihn nicht sofort bekommen, du bist frustriert. Aus Frustration entwächst Stress, ja, und du bist gestresst, weil es kann ja sein, dass eine andere Frau ihn die wegschnappt, ja, oder dass er
ja, das Interesse verliert und dann bist du wieder einsam, ohne jemanden. Und das ist ein psychologischer Druck, den du in dir selbst spürst. Er spürt diesen Druck, den du versuchst auf ihn abzuwälzen. Ja, Junge, komm, bei mir ist es mehr, ja, gefälligst. Ja. Wir haben ja zusammen geschlafen. Wie kannst du nur? Das hast du, nicht, dass du es gesagt hast, aber vielleicht hast du das gemeint. Er weicht aus, ja, weil er diesen Druck spürt. Noch ist es bei ihm nicht so weit. Was zu noch mehr Stress bei dir führt, weil du verschwendest sehr viel Energie. Du denkst die ganze Zeit an ihn. Du denkst die ganze Zeit daran, was er jetzt wohl macht. Du wartest auf seinen Anruf. Das ist eine sehr, sehr stressige Angelegenheit. Was kannst du in dieser Situation machen? Nun, zwei Dinge. Also zwei Möglichkeiten hast du. Die erste Möglichkeit, genieße es. Ja, diese Hormone, diese Schmetterlinge im Bauch, diese Verliebtheit. Das ist etwas Schönes. Ja, wenn du die Abhängigkeit rausnimmst, dann kannst du es genießen. Beobachte einfach, was in dir passiert. Habt eine kleine Affäre. Ja, du lebst dein Leben, er lebt sein Leben. Manchmal trefft ihr euch. Das ist die erste Möglichkeit, ja, dass du es genießt. So, und selbst deinen Wunsch, mit ihm zusammen zu sein und selbst diese Unfähigkeit, mit ihm wirklich zusammen zu sein, zu 100%, selbst das kann man genießen, ja, wenn du diese Verbissenheit, diese Fixierung rausnimmst. Wenn du die andere Möglichkeit nutzen willst, ja, das war die erste Möglichkeit, ja, irgendwann wird er jemand Neuen finden, irgendwann wirst du jemand Neuen finden, ja, du kannst Männer beeinflussen und das ist nur eine Frage von Zeit. Ja, und oder irgendwann wird es langweilig zwischen euch, ja. Du lernst ihn näher kennen. Du wirst feststellen, dass er schnarcht oder furzt oder, keine Ahnung, die Socken, schmutzige Socken quer durchs Haus wirft, wenn er nach Hause kommt. Also diese erste Phase, wo du ihn noch nicht kennst, ja, wo du nur die Schokoladenseiten von ihm kennst, ist es natürlich recht einfach, sich zu verlieben, aber wenn wir jemanden kennen und auch nicht nur seine Schokoladenseiten sehen, sondern auch seine weniger schokoladigen Seiten, dann kann es schon passieren, dass da ein paar völlige Tabus sind für dich, ja, die dich absolut abtörnen und dann verlierst du das Interesse, ja, oder ihr beide verliert das Interesse. Ja, also das wird nicht für immer bleiben, ja, deswegen, ja, lass dich darauf ein und genieße es. Oder die zweite Möglichkeit, ändere es. Wie änderst du? Nun, im Moment bist du für ihn eine Minusfrau. Ja, das bedeutet, für Männer teilen sich Frauen in zwei Kategorien ein. Ja, also die Minusfrau und die Plusfrau. Du hast wahrscheinlich auch mit Männern zu tun gehabt, so die dich den letzten Nerv gekostet haben, also Minusmänner. Und du hast Männer getroffen, die dich beflügelt haben. Ja, so nach dem Gespräch mit ihm fühlst du dich auf Wolke 7. Ja, das sind Plusmänner. Aktuell bist du für ihn eine Minusfrau. Ja, das bedeutet, so alle paar Wochen mal zusammen vögeln und kuscheln auf der Couch und quatschen. Ja, das sind auch seine Bedürfnisse. Ja, Männer brauchen nicht nur Sex, sondern sie haben auch Bedürfnis nach diesem Austausch, den ihr jetzt habt. Ja, in dem Sinne bedeutet es nicht, dass er in dich verliebt ist, dabei sich verbietet. Ja, das bedeutet, dass ihr da auf dieser Ebene ähnliche Bedürfnisse habt. Allerdings ist er noch nicht bereit, sich an dich zu binden, weil er diesen Drang spürt, noch frei zu sein und dich noch ein bisschen mehr beschnuppern möchte. Ja, er will dich noch kennenlernen. Er braucht seinen Raum, er braucht seine Zeit. Ja, das reicht bei ihm, bei diesem speziellen Mann, den du getroffen hast, etwas länger. Ja, dieser Wunsch, sich zu binden, dieser Wunsch, dich zur einzigen Frau in seinem Leben zu machen. Ja, was nicht heißen soll, dass es unmöglich ist, oder? Ja, und diese Ausrede, dass seine letzte Beziehung, er musste viel opfern. Glaub mir, wenn er eine Frau trifft, die ihm den Verstand raubt, so dann seine letzte denkt er nicht mehr. Ja, und dann bindet er sich. Ja, nur das muss eine Plusfrau sein. Wie verwandelst du dich also in eine Plusfrau? Also in eine Frau, die ihn mit Emotionen speist und nicht ihm nimmt. Weil jetzt im Moment übst du Druck auf ihn aus, indem du sagst, ich will mehr.
Ja, und er ist nicht bereit für mehr. Aber du sagst, mir geht es aber schlecht, wenn es nicht mehr ist. Ja, und dieses Schlechte, ja, und du fühlst dich mies, du vermisst ihn, du denkst an ihn und du leidest und er fragt dich, ob du ihn vermisst hast. Und du sagst, ja, ich habe so lange an dich gedacht und ich habe nur das ganze Wochenende von meinem Handy verbracht und habe nur darauf gewartet, bis du mich anrufst und dieses und jenes. Das sagt ihm, okay, da ist, welche Emotionen kann sie mir geben? Ja, so in welchen Emotionen lebt sie? Ja, in diesen. Ja, das sind unterbewusste Prozesse, auf die er schließt, dass wenn er mit dir zusammenkommt, dann wird er eher von diesen Emotionen, angesteckt irgendwo. Deshalb solltest du deine Taktik ändern. Ja, also zeig ihm auf keinen Fall, dass du dich schlecht fühlst, wenn er nicht da ist. Versuche ihn bloß nicht mit negativen Emotionen zu manipulieren. Ja, was du jetzt versuchst mit diesem psychischen Druck, ja. Aber, ich bin ja so, keine Ahnung, ich will mehr. Und das ist kein Argument für ihn, ja. Also es gibt charakterschwache Männer, die diesem Pflichtgefühl nachgehen, die nicht Nein sagen können, ja. Die kannst du im Handumdrehen in eine Beziehung rein manipulieren. Nur das ist nicht so ein Typ, ja, und du hast ihn dir ausgesucht. Beziehungsweise so ist es gekommen, ja. So, vielleicht gibt es auch solche Typen in deiner Umgebung, die bereit sind, auf ein Fingerschnippen von dir sofort dich zu heiraten und dich auf Händen zu tragen und alles andere zu vergessen und nie mehr aus dem Haus zu gehen, ja, weil sie die Zeit viel lieber mit dir verbringen. Aber das sind nicht gerade die Typen, ja, von denen du mir schreibst. Deswegen eine andere Taktik. Ja, zeig ihm nicht, dass du dich schlecht fühlst. Zeig ihm nicht, dass du ihn vermisst. Ja, wenn er dich fragt und diese Frage stellt hier, warum? Ja, er möchte dich warm halten. Diese Situation ist für ihn gerade bequem. Ja, er hat seine Arbeit, er hat seine Hobbys, er hat seine Freunde. Und hat noch eine nette Nachbarin, wo er alle paar Wochen mal klingeln kann, wenn niemand anders kann. Ja, wo er lecker essen kann, wo er schöne Emotionen, so herzliche Emotionen bekommt, Gespräche bekommt, das alles ist großartig. Und zeig ihm nicht mehr, dass du dich schlecht fühlst, wenn er nicht da ist. Stattdessen solltest du Folgendes machen. Flirte mit anderen Männern. Du brauchst eine Auswahl. Du brauchst eine Auswahl an Männern. Schau dir bitte meine Videos durch, ja, immer und immer wieder aus dem Kanal. Und ich mache fast jeden Tag neue. Aber das Ding ist, je mehr die Auswahl an Männern ist, ja, die um dich werben, die um dich buhlen, desto mehr ist ihre Motivation, mit dir zusammen zu sein. Und auch er wird das spüren, ja, wenn du diese Fixierung aufhebst und einfach Typen anziehst, ja, mit ihnen flirtest, mit ihnen datest und dich dann für den Besten entscheidest, ja, für denjenigen, der dich auf Händen trägt, ja, der dich so behandelt, wie du behandelt werden möchtest. Denn du kannst es, ja, du hast nach 8 Jahren furchtbare Beziehung, ein Mann kommt in dein Leben rein und du streckst sofort deine Fühler aus und machst instinktiv, ja, ohne dir eine Strategie zurechtzulegen. Ja, du klingelst, das sind alles unterbewusste Prozesse und gibst ihm gewisse Signale der Sympathie. Er springt darauf an. Wenn es mit ihm geklappt hat, ja, dann wird es mit vielen, vielen anderen Männern auch klappen. Und das solltest du auch machen. Denn dann beherrschst du das Spiel und nicht er. Ja, und wenn er sieht, dass du nicht heulend zu Hause sitzt 2 Wochen, wenn er dich nicht anruft und darauf hoffst, dass alles in Ordnung ist, dass du nicht irgendwelche so ganz, ganz krassen Dinge machst, wie seine Nummer löschen und ihm das auch sagst. Ja, ich habe versucht, deine Nummer zu löschen, aber dann hast du angerufen. Er sieht, dass du keinerlei Macht hast, aber er hat die volle Macht. Und erst wenn du andere Männer datest, erst wenn du diese Fixierung aufhebst, glaub mir, er ist nicht der Beste. Ja, er ist nur jetzt im Moment der Einzige. Und das war's. Ja, wenn er nicht mehr der Einzige ist,
dann muss er sich gegen andere Männer durchsetzen. Und das wird er auch spüren. Und das, dann wirst auch du, was deinen Wert angeht, enorm wachsen in seinen Augen. Was noch? Provoziere ihn zu gemeinsamen Ritualen. Ja, also Ausgehen, Ausflüge, also diese Sexnummer für 2 Stunden bei dir oder bei ihm, läuft nicht. Ja, wenn er dich anruft und sagt, na ja, wollen wir heute was machen? Ja, ich wollte heute ins Kino. Willst du mit? Ja, und du schlägst ihm einen Film vor. Und vor dem Sex gibt es kein Kino und auch nach dem Sex muss es nicht zwangsläufig sofort zu dir oder zu ihm gehen. Ja, du möchtest heute nicht. Dadurch wirst du ihm Grenzen aufzeigen. Dadurch wird er merken, uiuiui, ja, also du kühlst ein bisschen ab, du unternimmst gern Dinge mit ihm, aber nicht nur quatschen und vögeln und kuscheln, sondern auch, naja, zusammen ausgehen, vielleicht Ausflüge, vielleicht mal schön essen gehen irgendwo hin, ja, einfach in der Stadt spazieren gehen, vielleicht ins Schwimmbad oder sowas. Ja, also kein Rumhängen. Ja, so diese bequeme Tour, die holt er sich bei dir und er soll nicht auf die Idee kommen, dass er das die ganze Zeit machen kann. Sex sollte es nicht immer geben, genau, das habe ich schon erzählt. Schau zu, dass du ihn inspirierst, dass du ihn motivierst. Ja, du hast einen Alpha vor dir. Selbstständig, hat Ambitionen, hat Ziele. Wenn er merkt, ja, dass er ein Decker wird, dass er an deiner Seite besser wird, dass er mehr Selbstbewusstsein bekommt an deiner Seite, dass er seine Probleme, ja, hat er, glaubt mir, ja, irgendwelche Unsicherheiten, dank dir überwindet, dann verwandelst du dich für ihn zur Nummer 1. Ja, natürlich müssen andere Aspekte ebenfalls stimmen, aber das wird dich deutlich mehr ihm annähern, als wenn du versuchst, ihm was vorzuheulen, dass du gerne hättest, dass er dir auch seine Liebe gesteht. Sag zu ihm also solche Dinge wie, das schaffst du mit links. Ja, oder wenn er dir von Problemen erzählt, so, glaub mir, ja, die anderen sind nur neidisch auf dich. Ja, du hast eine äußerst starke innere Kraft und du siehst sie nicht immer. Ja, aber ich spüre, dass du einen äußerst starken Kern hast. Ja, und du strahlst ihn auch aus. Ja, und wenn du erst anfängst, ihn zu sehen, ja, und an ihn glaubst, dann kannst du Berge versetzen. Ja, dann wirst du die ganze Welt erobern. Ja, wenn du solche Dinge für ihn immer wieder sagst, dann wirst du für ihn zu der Frau, neben der er wachsen wird und die er als, naja, als die Oberfrau ansehen wird und sich letztendlich auch zu dir bekennen wird, weil er muss sich um dich bemühen, ja, denn jemand anders könnte dich ja ihm wegschnappen, so eine tolle Frau. Und wenn das nicht funktioniert, dann ganz klar radikal nichts mehr, ja, ihr könnt quatschen miteinander, hin und wieder im Treppenhaus, wenn ihr euch seht, aber keine Fernsehnummern mehr, keine Sexnummern mehr. Ja, der hat sein Leben, du hast dein Leben, ja, du hast genügend interessante Sachen zu tun, auch ohne ihn. Ja, und das ist dein starker Kern, den du dadurch entwickelst. Und natürlich auch mit anderen Männern flirten. Ich wiederhole es nochmal, schau dir meine Videos durch auf dem Kanal immer und immer wieder. Und ich garantiere dir, dass Männer auf dich aufmerksam sein werden, ja, weil du es beherrschst. Ja, du kannst es. Und ich glaube an dich und wünsche dir dabei viel Spaß. Betrachte das mit ihm als ein kleines Spiel. Ja, wenn es funktioniert, großartig. Wenn nicht, dann, ja, er ist nicht der Beste, er ist der Einzige. Im Moment. Gut, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Und nochmal an die anderen Zuschauerinnen, wenn du mir eine Frage stellen möchtest, dann findest du unter diesem Video, in der Beschreibung zu diesem Video, einen Link. Den kannst du anklicken, mir deine Frage stellen, gerne auch ausführlicher, und dann bekommst du in den nächsten Tagen bereits meine Videoantwort zu deiner Situation. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ach so, like dieses Video bitte und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das war Sergej Linz.